Die anhaltende Niedrigzinsphase in Europa ist eines der dominierenden Themen der diesjährigen Invest 2014. Es heißt, die große Frage, wo sollen Anleger eigentlich hin mit ihrem Geld? Und diese Frage kann mir hoffentlich Michael Bloss, EFD-Direktor und Finanzexperte, beantworten. Herr Bloss, man hört sehr viel lamentieren über die Niedrigzinsphase. Sparer sagen, sie werden enteignet. Muss man nicht einfach sagen, ja, dann investiert euer Geld einfach woanders? Legt es beispielsweise in Aktien an? Ja, das ist eine der Lösungen, die man hier deutlich parat haben kann. Denn die Rentenmärkte bieten einfach vor allem mit geringem Risiko nicht mehr die Rendite, um dementsprechend auch was zu erwirtschaften, um wirklich auch mal realen Werterhalt zu garantieren. Sich mal anschauen, in der Bundesrepublik Deutschland zahlt im Augenblick auf 10 Jahre 1,6%. Bei 1% Inflation hätten wir noch 0,6% Realzins. Das ist nicht wirklich viel, da kann man nicht von leben. Und da bieten die Aktienmärkte die Dividendenzahlungen aus dem DAX eine deutliche Alternative. Man muss allerdings auch dazu sagen, in Deutschland fehlt da etwas die Aktienkultur dafür. Weshalb ist das der Fall? Weshalb sind die Deutschen derartige Aktienmuffel? Naja, man muss eines sehen. Man hat die Deutschen in den letzten 60 Jahren so hinerzogen, dass die Aktie risikobehaftet ist, dass die Aktie etwas mit Risiken zu tun hat, die nicht überblickbar sind. Und das ist einfach falsch. Also es ist ein Erziehungsthema. Wir sind ein Volk von Sparern, aber kein Volk von Anlegern. Wir sind sozusagen Weltmeister im Geld verdienen und Bademeister im Geld anlegen. Und da müssen wir ganz, ganz viel auf der Education-Seite tun. Was ist nun die Folge für die Anleger? Wie können Sie den Anlegern diese Angst nehmen? Im Prinzip geht es nur über Bildungskonzepte. Das geht dadurch, informieren Sie sich, fragen Sie, fragen Sie, fragen Sie. Das können die Bankberater sein, die hier Antworten drauf geben. Das können freie Berater dazu sein. Das kann aber auch ein Privatanlegerseminar sein, wo man einfach mal den Education-Hintergrund bekommt oder die Literatur. Und dann müssen die Anleger einfach Mut haben. Mut haben, dieses Risiko, dieses vermeintliche Risiko einzugehen. Und sie werden merken, Mut wird belohnt, Übermut wird bestraft. Das heißt, wenn ich in konservativ gute Dividendenwerte gehe mit Substanz und einen langen Anlagehorizont habe, dann mache ich damit auf jeden Fall mal keinen Fehler. Sondern damit kann ich wirklich eine schöne Performance machen und zumindest Realgeld erhalten. Trotzdem haben viele Anleger nach wie vor etwas Respekt, nennen wir es mal, vor der Aktie. Welche Produkte können denn Anleger abseits der Aktie für sich entdecken? Natürlich das große Feld der verbrieften Derivate ist hier zu nennen. Aktienanleihen, Discount-Zertifikate, Bonusanleihen. Also hier gibt es ganz, ganz viel, was man nutzen kann, um einfach sein Chance-Risikoprofil etwas reinzukriegen, um vielleicht mit einem Puffer in die Aktie zu investieren oder zu sagen, ich habe dementsprechend ein Downside-Movement, das ist einkalkuliert, da passiert mir nichts, kriege noch einen Coupon bezahlt und wenn es runtergeht, kriege ich die Aktie geliefert. Da würde ich sie vielleicht aber auch so am Markt kaufen. Also hier gibt es ganz, ganz viele Dinge, die im verbrieften Derivatebereich da sind. Oder der Anleger, der sich wirklich gut versteht, der wirklich sagt, ich habe diese Instrumente verstanden, ich möchte auch in was anderes investieren, der kann auch mal mit Optionen und Futures an der Eurex zum Beispiel sich dementsprechend absichern. Michael Bloss bei Börse Stuttgart TV am Rande der Invest 2014. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.